In diesem Video erkläre ich dir kurz und knapp einige Grundlagen, die du zum Gießen von Latte Art benötigst. Wir schauen uns die richtige Haltung des Milchkännchens und die richtige Haltung der Tasse an. Außerdem erkläre ich dir das Schaffen einer guten Basis vor dem eigentlichen Motiv. Viel Spaß dabei! Ich halte das Kännchen am liebsten so mit allen vier Fingern und dem Daumen obendrauf zum Stabilisieren. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, die natürlich alle vollkommen in Ordnung sind, solange du genügend Kontrolle über den Milchflow hast. Viele halten den Griff des Kännchens beispielsweise so, mit Daumen und Zeigefinger, und die restlichen Finger unterstützen nur. Es gibt auch die Möglichkeit, den Griff nur mit drei Fingern zu halten und Daumen und Zeigefinger um das Kännchen zu legen. Ich mag, wie gesagt, diese Variante am liebsten. Auch beim Halten der Tasse gibt es viele Möglichkeiten. Ich halte sie am liebsten stabil in meiner linken Hand mit dem Henkel zu mir. Ich positioniere den Henkel der Tasse am liebsten genau hier neben meinem Daumengrundgelenk. Dann weiß ich, dass ich die Tasse jedes Mal gleich halte. Du kannst die Tasse auch so wie hier nur mit den Fingerspitzen halten. Selbstverständlich ist es vollkommen okay, die Tasse auch einfach ganz normal am Henkel zu nehmen. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist die Tasse hier oben am Rand mit den Fingern zu berühren, wo man daraus trinken wird. So wie hier oder auch so wie hier wäre es also auf jeden Fall falsch. Ich finde diese Haltung, wie gesagt, am bequemsten und auch am stabilsten. Wenn derjenige, der den Kaffee trinkt, die Tasse vor sich stehen hat, sollte das Latte Art Muster natürlich immer mittig und richtig herum sein und der Henkel so wie hier im rechten Winkel dazu auf der rechten Seite der Tasse. Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir das Milchkännchen auch beim Eingießen im rechten Winkel zum Tassenhenkel halten. Solltest du Linkshänder sein und die Tasse in deiner rechten Hand halten, müsste der Henkel weg von dir zeigen. Vor dem Gießen eines Latte-Art-Musters ist es gut, den Espresso immer etwas zu schwenken. Das macht die Oberfläche flexibler. Kleine Bläschen bekommst du durch vorsichtiges Aufklopfen der Tasse heraus. Auch Blasen in der Milch nach dem Schäumen bekommst du durch Klopfen heraus. Das Milchkännchen solltest du ebenfalls schwenken, damit die Milch immer in Bewegung ist und sich Milch und Schaum nicht trennen. Fürs Eingießen hältst du die Tasse im 45-Grad-Winkel. Um die Creme anzuheben und eine gute Basis für dein Latte-Art-Muster zu schaffen, gießt du dann aus ein paar Zentimetern Abstand vorsichtig in die tiefste Stelle in die Mitte der Creme. Dabei kannst du vorsichtig kleine Kreise mit der Milch gießen, damit die Oberfläche möglichst gleichmäßig schön braun wird. So füllst du die Tasse, bis die Creme bis zum nach unten geneigten Tassenrand aufgestiegen ist. Dann unterbrichst du kurz und setzt für das Gießen des Latte Art Musters neu an, indem du mit dem Kännchen ganz nah an die Kaffeeoberfläche herangehst. Hier siehst du das Anheben der Creme nochmal von vorn. Halte die Tasse im 45-Grad-Winkel und gieße mit dem Milchschaum in die tiefste Stelle des Espressos. Wenn die Creme bis zum nach unten geneigten Tassenrand aufgestiegen ist, kurz absetzen und für das Gießen des Musters neu ganz nah an der Kaffeeoberfläche ansetzen. Während du das Muster gießt, neigst du die Tasse zurück. Das gilt für alle Latte-Art-Muster. Wenn du wissen möchtest, wie man die verschiedenen Latte-Art-Muster gießt, schau dir gerne meine Videos dazu an. Ich habe schon Anleitungen für viele verschiedene Motive gemacht. Ein kleiner Tipp noch. Manchmal entstehen beim Eingießen so weiße Stellen. Wenn das passiert, gieße mit dem Milchstrahl einfach genau darüber, um diese Stellen nach unten durchzusinken. Abonniere gerne meinen Kanal für noch mehr Tipps zu Latte-Art und Milchaufschäumen. Außerdem freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal!